Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel Löwen Frankfurt gegen die Eispiraten Crimmitschau. Und die Löwen wieder, Mischkowski. Schön rübergelegt und da ist das 1:0 für die Löwen Frankfurt. Mike Mischkowski war's und die Vorlage kam von seinem Bruder, von Darren Mischkowski. Schön rübergelegt und dann war das Stock oder Schlittschuh? Gerade in der Einstellung sah es ganz kurz nach Schlittschuh aus. Aber wenn, dann war es keine aktive Kickbewegung. Es wäre das zweite Saisontor von Mike Mischkowski. So, aus der Perspektive, ja. Ja, war er danach nochmal mit dem Schläger dran? Und das Tor wird gegeben. Also 1:0 in der 11. Spielminute. Abgeblockt. Aber Frankfurt bleibt dran. Schuss in die Mitte. Und Manuel Strodel hält den Schläger rein. 2:0 in der 27. Spielminute. Erster Saisontreffer von Manuel Strodel. Toller Pass da in die Mitte von Landon Ferrero. Da hält er einfach, ja, da steht er viel zu frei. Summers verliert ihn irgendwie aus dem Blick und dann kein Problem. Schuss nochmal von der Blauen. Kutz ist da, 20 Sekunden noch. Proft. Kann Frankfurt jetzt die Scheibe klären? Also, diese drei Punkte bleiben am Main. Die Löwen Frankfurt gewinnen mit 2:0 und Basti Kutzis hat damit sein Shutout und er reißt die Arme nach oben. Absolut verdienter Sieg für die Löwen Frankfurt. Ja.